Das letzte Mal beim Cyberpunk Disaster. Dass sie eine der glaubhaftesten Open-World-Städte ever kreiert haben. Dass über 1000 NPCs von Hand gemachte Routinen besitzen, welchen sie folgen. Und dann natürlich das altbekannte Versprechen, dass das Spiel auf den Base-Konsolen großartig laufen wird. Erste Konsolenvergleiche erscheinen und zeigen das Spiel in einem desaströsen Status auf den Base-Konsolen. CDPR released ebenfalls eine Entschuldigung, dass sie die Base-Konsolen-Reviews hätten erlauben müssen, bitten Leute darum, die mit ihrer Version nicht zufrieden sind, jeweils das Rückgabesystem des PlayStation Network bzw. des Xbox Live-Systems zu verwenden. Weißt du, bei jedem normalen Spiel wäre jetzt einfach komplett Funkstille, bis man irgendwas Positives hätte ankündigen können. Siehe zum Beispiel No Man's Sky. Die haben das Spiel herausgebracht und haben dann einfach monatelang auf gar nichts reagiert. Und erst, als es positive News gab, welche das Spiel wirklich besser gemacht haben, haben sie angefangen, wieder ein bisschen PR zu machen. Und seitdem ist das Spiel einfach in der Gunst von allen so massiv gestiegen. Nichtsdestotrotz, das hier ist nicht No Man's Sky, sondern Cyberpunk. Und hier funktioniert das halt alles ein bisschen anders. Also, schauen wir uns mal an, was die letzten Tage passierte, weil, Brudi, ist hier einiges passiert. Nicht nur Sony, auch Microsoft blockierte Anfragen zur Rückerstattung von dem Spiel. Am selben Tag fand ein Notfall-Investor-Call statt, wo so ein paar generelle Fragen zum Launch des Spiels geklärt wurden, die möglicherweise im Raum stehen könnten. Der Großteil des Calls war, hätte man das vermeiden können? Und Geld! Allerdings gab es auch durchaus ein paar interessante Fragen, worauf die Antworten durchaus interessant sind. Eine der Fragen war, ob Microsoft und Sony bei der angekündigten Rückgabeaktion überhaupt mitmachen. Die Antwort darauf war, dass die Rückgaben innerhalb der gesetzten Richtlinien des PSN und Xbox Live Stores gemacht werden können. Wer außerhalb der Richtlinien liegt und mit dem Spiel unzufrieden ist, ups. So viel zum Thema Rückgabe. Eine weitere war, wie das Spiel durch die Zertifizierung von Sony und Microsoft kommen konnte. Und das ist tatsächlich nicht Sonys oder Microsofts Aufgabe, zu checken, ob das Spiel einfach der übelste Buggy-Haufen ever ist. Alles, was Sony und Microsoft tun, ist zu gucken, dass das Spiel die Konsole nicht brickt, die Konsole hackbar macht oder sonstige Sicherheitsfeatures außer Kraft setzt, welche die Konsole halt haben sollte. Ob ihr während des Spiels nackt T-Pose durch die Stadt fliegt, während um euch herum alles explodiert, das Spiel mit 540p und 12 FPS läuft und ihr einfach keine Kontrolle über das Spiel habt, ist Microsoft und Sony relativ egal eigentlich. Die beiden gehen hier nur sicher, dass diverse Sicherheitsprotokolle eingehalten werden und euch die Konsolen nicht um die Ohren fliegen, wenn man das Spiel spielt. Ob jetzt Publisher sich die Scham geben möchten, ein solches Spiel auf ihrer Konsole zu releasen, ist halt das Ding der Publisher und nicht von Sony und Microsoft. Aber es scheint, dass Cyberpunk trotzdem etwas an der Zertifizierung vorbeischlitterte, da sie im Call erwähnt, dass man ihnen vertraute, das Spiel durch einen Day-One-Patch spielbar zu machen. Was ja nun nicht so ganz geklappt hat. Als letzte interessante Frage wurde gefragt, warum das Spiel released wurde, wie es released wurde und ob es darum ging, dass der Launch unbedingt stattfinden musste oder dass sie unterschätzten, wie schlecht die Last-Gen-Versionen laufen. Und CDPR antwortete hier, dass sie sich schlicht nicht so wirklich um die Last-Gen-Version gekümmert haben. Und sich eher um PC- und Next-Gen-Performance bemühten. Und sie ebenfalls keinen Druck spürten, das Spiel an dem Punkt herauszubringen, in dem sie es herausbrachten, sondern es auch einfach hätten nochmal verschieben können auf unbestimmte Zeit, bis es fertig ist. Also die Frage, warum dann so ein Spiel releasen? Warum? Der Open Critic Score droppt auf 81 und der Metacritic Score droppt auf 87. Jetzt ein bisschen Cyberpunk unabhängig, aber immer noch relativ interessant, weil es immer noch zu CD Projekt gehört. GOG kündigt an, dass sie das kontroverse Spiel Devotion von Red Candle Games in ihrem Store verfügbar machen. Das Spiel wurde damals von Steam entfernt, da es einen Joke über den Great Dear Leader von China enthielt und alle chinesischen Gamer kollektiv deswegen ihre Höschen verloren. GOG kündigt daraufhin ein paar Stunden später an, dass sie das Spiel doch nicht in ihrem Store releasen, weil Gamer ihnen schrieben, dass sie es nicht tun sollen. Sorry Boss, ich kann heute nicht arbeiten kommen, Gamer haben mir geschrieben, ich soll zu Hause bleiben. Doch, damit wir zumindest ein bisschen was Positives hier haben. Wie so oft kommt es hier und da zu kleinen Crossover-Promotions. Da Cyberpunk scheinbar mehr Werbe- als Entwicklungsbudget hatte, gab es auch hier einiges an Promo-Stuff, wie zum Beispiel ein Kurzgesagt-Video und Items und neues Gameplay in Kojima Productions Death Stranding. Ihr könnt hier eine Armprothese, ein Motorrad und eine Sonnenbrille aus Cyberpunk bekommen, als auch die gegnerischen Fahrzeuge und Odradecks hacken und sie kurzzeitig lahmlegen. Dies gesagt, kauft Death Stranding. Es ist großartig. Der Super-GAU. Holy shit. Sony hat Cyberpunk bis auf weiteres aus dem PlayStation Network Store gekickt und bietet allen Käufern der PlayStation Network Version eine Rückgabe an. Das ist noch nie passiert. In
der Geschichte von Sony, wo der PlayStation Network Store existiert, über drei Konsolen hinweg ist es noch nie passiert, dass sie ein Spiel einfach aus dem Store gekickt haben. Ich meine, wir hatten solche Dinge wie PT, wo die Publisher selber gesagt haben, die listet das Ding und zieht alle Lizenzen von allen Spielern zurück. Aber das Spiel war halt kostenlos und es war nur eine Demo. Das hier ist ein kompletter, voller Release eines AAA-Spiels, welches Millionen gekostet hat zu machen und den Millionen an Einnahmen brachten. Und holy shit, das ist krass. Und man kann jetzt nur davon ausgehen, dass das tatsächlich ein Rückschlag von Sony ist, nachdem CDPR einfach gesagt hat, ja, dann gebt halt das Spiel einfach im PSN zurück. Das geht schon irgendwie klar. Besonders nachdem sie einfach die Aussage getätigt haben, ohne vorher Microsoft oder Sony irgendwie zu Rat zu ziehen, ob das überhaupt möglich ist. Das ist einfach hardcore, okay? Das ist übelst nicht gut eigentlich. Also hier wurden jetzt definitiv einige Connections richtig hart geburnt und ich glaube nicht, dass CDPR noch so richtig gut bei Sony in Standing hat, ehrlich gesagt. Das hat, wie gesagt, noch nie jemand gebracht. Die schlechtesten Spiele, die buggigsten Spiele im PSN sind alle noch im PSN zu kaufen und keines davon wurde delistet, okay? Bei keinem davon hat man die Möglichkeit bekommen, irgendwie einen Refund zu kriegen. Aber bei Cyberpunk, holy shit, das ist... Damn, ey, das ist ultra krass. Und ja, ich kann es nur noch weiterhin sagen. Irgendwo in Cyberpunk ist ein richtig gutes Spiel versteckt. Nichtsdestotrotz ist das Spiel auf dem derzeitigen Status einfach kaputt. Auch auf dem Computer, wo alle halt sagen, das ist so toll. Wo ich nicht wirklich zustimme, ehrlich gesagt. Selbst auf dem Computer sind einfach die NPC-Cycle komplett kaputt. Du kannst mit der Welt nicht so wirklich interagieren. Es ist einfach, wenn du dich nur einen Schritt von Mission zu Mission Gameplay fortbewegst, bist du plötzlich in einer Welt, in der irgendwie nichts mehr so richtig funktioniert. Wer also das Ziel hatte, sowieso nur das Spiel straight von Mission zu Mission durchzuspielen, der hat wahrscheinlich auf dem PC bisher die besten Chancen, aber wer tatsächlich auch mit der Welt so ein bisschen interagieren wollte, der sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Ich meine, Patches wurden für Januar und Februar angekündigt, welche halt relativ umfangreich sein sollen, daher würde ich mal schauen, wie das Spiel jetzt im Januar und Februar noch aussieht und ich hoffe, dass sich diese Situation jetzt endlich mal ein bisschen chillt wieder, weil, ey, ich glaube, das ist halt so schlimm, wie es wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwie was passiert. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist jetzt erstmal das letzte Video, was ich zu dieser Situation machen muss, kann, darf, möchte. Ich finde es interessant und wie gesagt, das muss man festhalten. So ein Haufen an Stuff, der da passiert, der überall im Internet einfach verstreut ist, das ist zu wichtig, das einfach verstreut zu lassen, sondern ich finde das wichtig, das in so einem zentralen Punkt einfach festzuhalten, damit man halt, wie gesagt, es sich in Zukunft angucken kann, um seine Dramageilheit ein bisschen auszuleben oder damit man zumindest schauen kann, okay, was hat man falsch gemacht und wie kann man daraus lernen. Entsprechend war es das soweit von mir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann wahrscheinlich später heute noch wieder, weil noch mindestens 2 Videos kommen sollen, ob sie kommen. Schauen wir mal, was die Gamer mir schreiben. Und ansonsten war es das soweit von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.